Weltgereiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Hallo miteinander. Ich hatte ja eine Umfrage gemacht, ob man die Geschichte hier live machen soll oder nicht. Ihr habt jetzt 70% Video gewünscht. Machen wir Video. Und zwar sind das die zwei Jewel-Thieves, die ich schon mal in ein paar Videos gezeigt hatte. Ja, so einen kleinen Testlauf. Ich hau in die Videobeschreibung, hau ich noch ein paar Links rein, ein paar Videos, damit ihr wisst, worum es hier geht, wann wir angefangen haben und so. Da gibt es schon 2-3 Videos, ich weiß jetzt gar nicht genau. Und da ist jetzt Folgendes passiert. Gestern habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass diese Schaltung oder die LED oder was auch immer nicht mehr funktioniert. Also die LED hat halt nicht mehr geleuchtet. Die geht noch. Also die werde ich jetzt mal kurz einfach anklemmen, dass ihr seht, dass wir hier an der Schaltung theoretisch jetzt nichts machen müssen. Jetzt muss ich mal gucken, dass das hier, ne? Ihr seht es ein bisschen. Also bei mir blinkt's und läuft noch, ne? Ja, und da dachte ich erstmal, messen wir erstmal die Spannung von der Batterie, vielleicht ist die Batterie leer oder irgendwas. Und ich hatte ja gesagt, dass wir live eine Messung machen von den Batterien in Ruhe. Jetzt sind sie ja schon einen Tag abgeklemmt. Und bevor wir jetzt hier irgendwas machen, dachte ich mir, wir haben ja die 2 Zettel und noch, jetzt ist eben die Unterbrechung, messen wir doch einfach mal die Ruhespannung jetzt, ne? Weil es ja, ja, im Betrieb Messfehler und was weiß ich alles, ne? Messen wir hier direkt an der Batterie. 1,312 Volt. Das ist wahrscheinlich schlauer, wenn ich euch das hier so hinstelle. Ja. 1,312. Das schreibe ich mir gleich mal auf. So, jetzt messen wir die Schaltung noch. Oh nein, jetzt hatte ich die vorher angeklemmt, ne? Naja, egal. Nützt jetzt nicht. 1,257. So, nochmal zur Sicherheit. 1,258. Gut, kann sein, dass die jetzt noch Mühe steigt. Ja, weil wir es vor uns eben gerade anhalten. Na, kleiner Fehler von mir. Aber der Unterschied ist so signifikant. 1,31 Volt hier und hier 1,25. Also das ist schon für die Laufzeit krasser Unterschied. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was passiert hier? Oder was passiert eben nicht? Ne? Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe auch nicht geguckt. Das will ich ja mit euch jetzt hier zusammen machen. Und wir machen es jetzt einfach mal so. Ich klemme jetzt mal an. Irgendwas habe ich schon geguckt. Das sage ich euch gleich. Wir gucken jetzt erstmal, was hier passiert. Das, so habe ich es ja gestern gesehen sozusagen. Ja, wir sehen schon mal an der Spannung. Passiert überhaupt nichts. Aber die LED leuchtet auch nicht. Ne? Also eben die Frage, was ist hier los? Keine Ahnung. Ne? Vielleicht die LED kaputt. Vielleicht die Krokoklemme kaputt, ich weiß es ja nicht, oder vielleicht der Transistor kaputt, kann natürlich auch sein. Ich habe den Aufbau ein bisschen rumgeschleppt gehabt, wo ich bei dem einen Video Ihnen den Aufbau gezeigt hatte. Naja, keine Ahnung. Als allererstes markiere ich jetzt mal die Batterien hier, dass wir hier keinen Fehler machen. Ich mache jetzt einfach mal hier 2 Striche und hier machen wir 1 Strich. Wobei ich die muss ich ja nicht rausnehmen, ne? Ich werde das jetzt hier auch mal beiseite legen, dass wir hier gar nicht auf die Idee kommen, irgendwas rumzufummeln. Brauchen wir ja auch nicht. So, nun ist eben die Frage, was ist hier das Problem? Da jetzt alles noch verbunden ist, gerade die Wicklung zum Beispiel, über der LED kann ich, glaube ich, die LED auch gar nicht messen. Ich probiere es jetzt einfach mal trotzdem. Aber ich glaube, das geht nicht. Ne, macht halt 0,0. Ja, messe ich halt die Wicklung, ne? Ja. Oder die hat Kurzschluss, kann ja doch schon sein, weiß ich jetzt nicht. Als allererstes, damit ich hier keinen Kurzschluss mache, tue ich jetzt mal die Batterie raus und lege die hier oben hin. Ne? Dass ich hier nicht irgendwie einen Kurzschluss mache und die sinnlos entladen wird. Jetzt muss ich selber erstmal überlegen, ich habe einen Lötkolben schon an. Ich würde sagen, wir löten jetzt mal den Punkt hier auf, in der Hoffnung, dass die Wicklung am Transistor bleibt. Ha, hat geklappt. Jetzt kann ich nämlich die LED mal messen. Das müsste ja jetzt funktionieren. Ah, guckt mal. 0,009. Oh nein, ich glaube die LED ist kaputt. 0, ja, ihr seht das. Die LED ist kaputt. Ja, moin. What? Hey, das ist mir Jahre nicht mehr passiert, Jungs. What the fuck? Ah, das ist halt wirklich krass, ne? Also, ich hoffe, ihr versteht das jetzt nicht falsch. Das ist ein gutes Zeichen, weil ja anscheinend hier die Pulse extrem höher sind. Also, ich hatte das ewig nicht mehr, vor allen Dingen nicht mit so minimalen Verbrauch, dass, ja, dass die LED durchbrennt oder so. Das,
Also bin ich jetzt selber ein bisschen, ja, überrascht. Wir können jetzt gleich mal den Transistor noch messen, weil wenn wir es jetzt immer abhaben, und dazu gehen wir an Basis und gegen Kollektor und Emitter. Da ist nichts, wo wir mit Minus gehen, das ist schon mal gut. Und jetzt gehen wir mit Plus nochmal ran. Ich messe jetzt einfach gleich mal durch, aber 0666, Zahl des Teufels, da haben wir es wieder. Hier nicht mehr. 670. Die Differenz wäre dann die Zahl 4. Action for free, oder? Passt doch. Das ist ja schon wieder alles gestellt und gefaked ist, natürlich. Klar. Ja, ist also, jetzt müssen wir halt die LED wechseln. Ne? Das ist natürlich für den Aufbau und alles, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob das. Das kann natürlich jetzt gut sein oder gleich sein, da wenn ich jetzt dieselbe LED habe, ich aber glaube ich nicht nochmal. Ja, kann natürlich jetzt sein, wenn ich eine andere LED reinmache, dass sich das verschlechtert, die Werte, oder vielleicht verbessern oder gleich bleiben. Keine Ahnung. Ne? Also ich habe ja das mit der Abwicklung und so, das ist ja jetzt auch hier der erste, sag ich jetzt mal, Langzeittest. Ja, ich weiß es nicht. Ne? Ich würde vorschlagen, da wir ja bei dem anderen Joule-Thief eine grüne LED haben, könnte man ja hier jetzt eine grüne reinlöten. Gut, jetzt weiß ich halt auch nicht, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ob ich jetzt die rosa wieder reinmachen soll, aber wenn die jetzt wieder kaputt geht oder so, tja, und die nächste Frage ist ja auch, ja, was ist, wenn die grüne dann auch kaputt geht? Da sind die Spannungsspitzen wahrscheinlich so hoch, ich weiß es nicht. Pass auf, ich muss mir jetzt irgendwas überlegen, ich muss irgendwas entscheiden. Das wäre so ein kleiner Vorteil gewesen, wenn ich es live mit euch zusammen gemacht hätte. Dann hättet ihr jetzt auch mit entscheiden können. Ich bin der Meinung, das lief jetzt, warte mal, wir haben Start 30.01.2023. Das lief jetzt halt ein paar Monate. Wenn ich jetzt wieder dieselbe reinmache, denke ich mir jetzt gerade, habe ich ja in 2-3 Monaten höchstwahrscheinlich wieder eine kaputte LED. Und ja, weiß ich nicht. Ist halt auch nicht ganz so optimal. Und da denke ich mir, mach mal einfach eine grüne rein. Ne? Gucken, ob es läuft. Ob es ungefähr so ist wie vorher. Schwierig. Ne? Und dann klemme ich es einfach wieder an. Und gut ist, dann messen wir nochmal unter Last. Und ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht. So, ich habe von Micha hier eine schöne Box erhalten. Auch mit vielen LEDs. Und ich glaube, entweder waren das die LEDs oder die. Die hier. Und interessant ist, dass die ihre Farbe inne irgendwie geändert hat. Die ist jetzt richtig rosa inne, oder vielleicht kommt man das nur so vor. Ja, ich vermute mal, oder war das so eine blaue? Nee, ich denke, so eine oder so. Pass auf, man kann sie eigentlich auch ganz schnell mal testen. Moment. So, ich habe jetzt hier alle LEDs durchprobiert, auch die rote hier nochmal und so. Und leider ist diese LED, boah, ich weiß echt nicht mehr, wo ich die her habe. Das kann nur sein, dass Micha mir die einzeln geschickt hatte oder so. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach so eine grüne rein, die in der anderen drin ist. Da haben wir sogar vielleicht noch ein bisschen einen besseren Vergleich oder so. Ne? Ich löte das jetzt mal ein hier und wir sehen uns gleich wieder. So, eingelötet ist es. Ich knall mal die Batterie wieder rein. Und gucken wir mal, ob es läuft. Jo. Ah, geht wieder. Warte mal, ich mache mal das Licht aus, dass ihr es wahrscheinlich auch besser seht. Da ist es. Gut. Funktioniert wieder. Wir können uns ja jetzt im Betrieb dann noch... Ah, wartet mal, da muss ich das andere ja auch wieder anklemmen. Uiuiui, sonst verfälschen wir ja hier unsere Ergebnisse. So, wollen wir nochmal einen Vergleich im Dunkeln machen? Mal gucken, jetzt haben wir ja dieselbe Lichtquelle. Ich tue es jetzt mal so ungefähr an die Kamera ausrichten. Ja. Also... Das flackert hier, das hier, nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann, und das flackert nicht. Jetzt können wir uns ja noch mal spaßenshalber noch mal die Spannungen angucken und da haben wir es ja schon. Boah, ich habe jetzt echt schon gedacht, hier ist irgendwas Schlimmeres. Ja, und dann können wir irgendwann mal doch noch mal den Messhänger machen. Jetzt messen wir, wie gesagt, noch mal im Betrieb. 1,32, ja moin, es zieht halt auch. Ja, okay.
Also selbst im Betrieb, es ist immer noch an, oder? Ja, es ist noch an, die LED. Ich weiß nicht, ob ihr das selbst mit Licht jetzt noch seht. Ja, also wenn ich ein bisschen Schatten mache. Ich habe es ziemlich hell. Und jetzt messen wir nochmal den anderen. Da waren wir ja bei 1,257. 1,257. Ja, theoretisch haben wir es jetzt. Jetzt könnte man ja nochmal den Stromverbrauch vergleichen. Und zwar mache ich jetzt nochmal ab. Und wir messen jetzt mal bei der Originalwicklung hier, was das verbraucht. 0,01 Milliampere. Hier nochmal ab, wieder ran. 0,01 Milliampere. Ne? Jetzt mache ich wieder ab und wir machen denselben Test jetzt nochmal hier, weil das hatte ja dazu mal mehr gezogen. Das hatte ich euch ja gesagt. Mal gucken, ob das auch stimmt. Wobei es ist halt scheiße, das ist die LED. Jetzt zieht's gar nichts mehr. 0,00. Also, ich schwöre euch, das hat beim letzten Mal, hatte ich ja gesagt, ich glaube 0,01 Milliampere und das hatte 0,02, doppelte halt gezogen, ne? Ja, jetzt ist es 0,00. Gut, wir haben halt nur die LED gewechselt, ne? Hier ist sie, ja. Ach, das ist natürlich jetzt wieder blöd. Aber hier sieht man auf jeden Fall auch schon wieder, dass es halt so ist, wie es ist. Aber krass, das ist jetzt so wenig Anzeige. Aber ich kann ja auch noch auf Dings umschalten hier. 25 Mikroampere. Was? Okay. Das schreibe ich schon mal auf. So, ich habe mir jetzt noch überlegt, ich mache jetzt gleich noch mal das Licht aus. Ich tue die mal ein bisschen rüberschieben. Und tue mir die Kamera aus der Halterung raus, dass ich mal hier ein bisschen aus dem Winkel und bliblablub ein bisschen rum zoomen kann, filmen kann und so, um eventuell das Flackern einzufangen. So, ich gucke, ich probiere es jetzt erstmal so. Also auf dem Bildschirm flackert so bei mir. Wenn wir jetzt so mal gucken. Ja, so sieht man es. Ich hoffe, es kommt rüber über ein Ding, Monitor und alles. Und die leuchtet schon deutlich stabiler. Also ich kann ja auch mit dem Auge kein Flackern sehen. Wir können es jetzt nochmal ohne Licht angucken. Also ohne Zusatzlicht. Mal so. Natürlich jetzt der hier der Winkel besser. Ne? Wenn ich jetzt hier rumgehe, wird es hier besser. Wenn ich hier voll reingehe. Jetzt sieht es auf der Kamera so aus. Doch. Seht ihr das Zappeln ein bisschen? Das rechte zappelt ein bisschen. Im Dunkeln sieht man es tatsächlich schlechter. Wenn ich jetzt hier hingehe, sieht man es, ne? Zack, 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 zack. Und hier ist es ja stabil. Gut. Ja, Schaltung läuft wieder. Ja, wahrscheinlich läuft es so gut hier, der Krempel, obwohl es nun nichts zieht hier, dass sogar die LEDs durchballert, Jungs. Ja, moin. Ne, nur mal so, guckt euch mal den Ringkern an. Das ist übrigens vom Segelohrenbob. Original ist Jewel-Deef. Gewickelt, halt auch übelst viel wenig Windung und blablabla. Und hier halt übelster Kern und übelste Windung. Und naja, ne, aber ist trotzdem besser. Na gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch das hier halbwegs zeigen. Ich bin echt jetzt selber gespannt, ob beim Rendern, ob ihr das seht hier, das Geflacker auf der Kamera. Hoffentlich kommt das so rüber. 50 FPS müsst ihr eigentlich schaffen. Gut, ich schmeiß die Dinger wieder hier auf meinen Laptop, schieb das wieder unten drunter und lass die nur Richtung mich leuchten und dass ich sehe, dass ich immer sehen kann von meinem Platz aus, ob sie leuchten oder nicht. Ja, und irgendwann machen wir mal noch eine Live-Messung, würde ich sagen. Ne? In diesem Sinne, habt ihr jetzt gesehen hier den Verbrauchsunterschied. So ein bisschen signifikant. In diesem Sinne, lasst krachen. Tschüssi.